Herzlich willkommen auf dem Remushof, Remushof Jagschitz. Remus ist der alte Hausname, den wir im Jahr 2000, wie mein Mann und ich, den Betrieb von den Eltern meines Mannes übernommen haben und revitalisiert haben. Der ist schon 300 Jahre alt. Unser Betrieb ist eigentlich, wenn man so möchte, eine gesunde Mischung, eine gute Symbiose zwischen moderner Technologie, modernem Weinkeller und eigentlich einem sehr traditionellen Sandsteingewölbekeller. Und gerade diese Kombination macht es aus, was uns auch wichtig war, das Traditionelle mit dem Modernen zu verbinden. Ich würde euch jetzt einladen, dass wir den ersten Sturm verkosten, um einfach zu sehen, was uns der neue Jahrgang bieten wird. Man ist jetzt versucht zu sagen, Prost darf man beim Sturm nicht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Man sagt Mahlzeit. Es heißt, es bringt Unglück. Anstoßen darf man auch nicht. Mahlzeit. Jetzt gibt es ein Jausen, ein wohlverdiente Krammeln, ganz typisch aus der Region. Trauben nochmal, wenn wer noch Lust hat. Wir leben Wein. Unsere Weine leben, unsere Gäste, die auf den Remushof kommen, können den Wein erleben. Und diese Philosophie versuchen wir auch unseren Gästen näher zu bringen. Wir machen Weingartenführungen, Kellerführungen, Weinverkostungen sowieso, einfach damit sie sehen, was mit Wein alles möglich ist, was passiert auf einem Winzerhof. Wir stehen da jetzt am Plateau vom Ruster Hügelland. Es wird heute Welschriesling gelesen, weil von unseren Gästen das Angebot sehr gerne angenommen wird, zur Weinlese zu kommen, aktiv oder auch passiv dabei zu sein, um einfach zu sehen, wo der Wein wächst, wo er geerntet wird und was daraus passiert. Unser Betrieb umfasst 18 Hektar. Wir haben einen sehr breiten Sortenspiegel. Bei den Weißweinsorten sind es Grüner Veltliner, Welschriesling, also die beiden Weißweine, die autochthon sind, sehr typisch sind fürs Burgenland, für Österreich. Dann Sauvignon Blanc, Chardonnay, Passatutti, so die Hausmarke. Und heuer die Jungfernlese vom Gelbmuskateller. Da freue ich mich persönlich schon sehr darauf. Bei den Rotweinsorten sind es wieder die typischen Autochthonensorten, Blaufränkisch und Zweigelt, aber auch die internationalen Vertreter, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz.